Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Full-Face-Only-Video. Eigentlich war ein anderes Video geplant. Falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, was heute für euch gestern hier bei mir los war. Ich möchte nicht darüber sprechen. Worüber ich aber heute mit euch sprechen möchte, ist L'Oréal. Ich habe fast ein Full-Face L'Oréal hier und möchte mit euch Produkte testen. Eigentlich sind alles außer ein Produkte für mich heute auch ein First Impression. Denn L'Oréal und ich, irgendwie, wir sind uns nie so wirklich über den Weg gelaufen und wir machen heute ein Full Face. Ich habe ein paar Produkte gekauft, eine Sache hatte ich schon hier, vielleicht auch zwei, muss ich gleich mal gucken. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid und Spaß an der neuen Full Face Only Reihe hattet. Wir sind wieder zurück bei der Drogerie, wir haben auch noch ein bisschen High-End in petto und wieder Drogerie. Also würde ich mich freuen, falls euch die Videoreihe gefällt, dass ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt, dass ich weiß, ob ich damit weitermachen soll oder nicht. Freunde, kurz bevor es losgeht, ich weiß, immer wenn ich über L'Oréal rede, kriege ich ganz, ganz viele Kommentare bezüglich, wie kannst du nur? Ich weiß, wie L'Oréal arbeitet und ich weiß, dass das für viele, die auf Tierversuche achten oder halt eben auch keine Tierversuche haben wollen, das ein Dorn im Auge ist. Ich bin mir dem bewusst. Ich sehe es trotzdem aber als meine Aufgabe, einfach euch diese Reihe fortzuführen und die Produkte zu sagen, sind sie gut oder nicht. Ob ich sie mir persönlich kaufen würde oder nicht, das ist nochmal was anderes. Und ihr könnt natürlich für alles selber entscheiden, wollt ihr etwas kaufen oder wollt ihr es nicht. Nur damit das nicht zu Konfusion führt, Freunde, wir starten. Ich habe hier, glaube ich, ein Produkt, auf das ich am meisten gehypt war. Eigentlich wollte ich erst Maybelline machen und dann dachte ich mir, nee, wir machen L'Oréal. Weil nämlich der Rossmann hier bei mir ist der schlecht bestückteste L'Oréal und Maybelline Aufsteller, den es gibt. Das ist diese 1-Meter-Theke und da ist eigentlich fast nichts drin. Was ich aber unbedingt haben wollte, ist die BBC Magique Creme 5-in-1 Skin Perfector. Und die hat Letizia Lehmack empfohlen. Die soll ein Dupe zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter sein. Ich bin sehr gespannt. Würde ungefähr 40, 50 Euro sparen. Ich bin gespannt. Freunde, wir haben hier 36 Grad, das ist gefühlt. Das ist Katastrophe. Egal. Also, das Produkt ist eine BB-Creme, angereichert mit Feigenextrakt, Antioxidantien und soll 24 Stunden Feuchtigkeit spenden. Aber das sind ja nur drei Punkte. Was ist Nummer 5? Achso, Lichtschutzfaktor 5, Lichtschutzfaktor 20 und ebenmäßiges Hautbild. Ich bin gespannt. Ich würde als erstes mal das auf eine halbe Seite machen. Letizia hat gesagt, das ist wie eine BB-Creme. Und hier ist es doch was ganz anderes. Also ich habe die Farbe Medium. Es ist, ach nee, ne? Es ist so ein One-Color-Fits-All. Oh Mann, ich glaube, es war ein anderes Produkt, was sie empfohlen hat. Ich mache erstmal eine halbe Seite. Das ist ja wie Sonnencreme hier. Das ist bestimmt so ein Ding, was sich dann an der Farbe anpasst. Ach nee, ich wollte eigentlich was anderes haben. Was ist das hier? Es riecht auf jeden Fall sehr angenehm, sehr fein. Das ist so eine Sonnencreme, Freunde. Ich habe das Gefühl, da kommt gar keine Farbe raus. Okay. Also das war jetzt nicht das Produkt, was ich mir gedacht habe. Vielleicht nutzen wir das jetzt aber mal als Primer oder so. Ich wollte eigentlich diesen, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich dachte, das ist das. Ja, es sollte ein Dupe zu dem hier sein. Ich schaue mal, dass ich das in den nächsten Tagen irgendwie noch besorgt kriege und euch dann wirklich zeige, weil es sah, sie hat es geswatcht auf ihrem Instagram-Kanal 1 zu 1 so aus wie das von Charlotte Tilbury und das kostet halt einfach nur ein Viertel oder so. Also hiervon bin ich jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht, aber einfach, weil ich mit was anderem gerechnet habe. Und ihr seht in der Kamera, glaube ich, ganz gut, dass das so ein White Cast hinterlässt, ne? Also das ist schon sehr hell. Meine Brust ist wie immer natürlich etwas röter, das ist aber normal bei mir. Hat irgendwie gefühlt gar nichts gemacht, außer dass es sich sehr, sehr gut auf der Haut anfühlt. Okay, naja, schauen wir mal weiter. Die L'Oréal Infallible Foundation, Freunde, ihr kennt sie mittlerweile. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfoundations, weil sie halt super, super leicht ist und den ganzen Tag hält und man nicht das Gefühl hat, dass man Make-up im Gesicht hat. Ich benutze im Moment tatsächlich sehr, sehr gerne hier diesen Stippling Brush von Luvia und Luisa. Sie riecht toll, sie ist ganz leicht auf der Haut. Sie hat eine schöne Deckkraft. Ich nehme mal hier einen Beauty-Schwamm und arbeite mir die Foundation schon mal so ein bisschen ein, einfach um diese Strokes rauszukriegen. Ich freue mich, dass wir wieder diese Full-Face-Reihe machen. Eigentlich wollte ich heute eine Limited Edition zeigen, aber das Paket kam nicht an. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche wieder machen kann, von Essence, die neue. Okay, Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich hole euch selbstverständlich wie immer gleich ein Stückchen heran. Freunde, das ist eine wunderschöne Foundation. Wenn ihr eine leichte Foundation haben wollt, mit einer recht hohen Deckkraft, die lange hält
Und wirklich wie Wasser ist, hat sie sogar Lichtschutzfaktor? Weiß ich nicht, glaube nicht. Infallible Freshwear. Ich habe euch jetzt ein kleines Stückchen schon mal rangeholt, denn ich möchte einen Concealer benutzen. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das ist der True Match Concealer. Ich habe ja neulich in einem Video die True Match Foundation benutzt. Und ich vermute, dass ich davon eine ganz schlimme Hautreaktion hatte und dadurch diese Pickel bekommen habe. Ich weiß es nicht. Nagelt mich bitte nicht darauf fest. L'Oreal, don't sue me. Ich weiß es nicht. Aber den Concealer möchte ich gerne probieren. Hattie schwört darauf. Ich glaube aber nur auf die alte Version. Das Füßchen ist ganz spannend. Das ist nämlich auch sehr, sehr flach. Und ich habe die Farbe 3N. Creamy Beige. Okay. Das ist sehr, sehr gelb. Fühlt sich sehr cremig an. Ich gebe ordentlich mal runter, dass wir auch wissen. Ihr wisst ja mittlerweile, wie viel Produkt ich benutze. Concealer gefällt mir auf den ersten Eindruck ganz gut. Ich nehme wieder meinen Stippling Brush und verblende hier unten erstmal so ein bisschen die Highlights, weil da möchte ich wirklich nur ganz wenig Deckkraft haben. Aber er hat, okay, er sieht auf den ersten Eindruck recht Full Coverage aus. Was soll denn der können? True Match steht nicht drauf. Solange er meine Sorgen abdeckt, ist das alles in Ordnung. Ich blende mir das hier mit so ein bisschen ein. Ich finde, mit diesen Stippling Brushes kann man sehr, sehr gut so grob ausblenden. Ersetzt für mich aber niemals einen Beauty-Schwamm. Okay, er ist tatsächlich sehr, sehr gelb und Deckkraft würde ich auch als Medium-Deckkraft bezeichnen. Ihr seht, er ist so ein bisschen, vielleicht muss ich meinen Schwamm noch ein bisschen nasser machen. Aber er sieht sehr, sehr schön auf der Haut aus. Also ich brauche definitiv noch etwas. Concealer ist einmal eingearbeitet. Gefällt mir auf den ersten Eindruck wirklich ganz gut. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen Color Correction machen müssen, weil irgendwie stimmt hier irgendwas nicht. Ich bin mir aber unsicher, woran das jetzt gerade liegt. Wir setten. Und ich habe zwei verschiedene Produkte gekauft. Ich habe hier einmal das Age Perfect Set gekauft. Da ist ein Puder drin, ein Make-up-Puder. Und dann habe ich das Infallible 24 Stunden Mattpuder gekauft. Ich gucke mal, welche Farbe das hier hat. Und einmal der Blush. Ich schaue mal jetzt hier ganz kurz rein. Packaging sieht sehr, sehr schön aus, außer dass ich schon so Fingerabdrücke drauf habe. Das könnte sogar ganz gut aussehen. Ich gehe jetzt nochmal hier kurz unter meinen Augen lang und gehe jetzt mit einem fluffigen Pinsel hier einmal rein, klopfe ab und sette damit unter meinen Augen. Soll das Puder irgendwas Spezielles können? Make-up für einen strahlenden Teint. Das Puder mit dem beiligen Schwämmchen oder einem großen Pinsel in kreisenden Bewegungen auftragen. Okay, da habe ich schon alles falsch gemacht. Passt sich dem Hautton an. Kein Absetzen in den Falten. Kein Austrocknen der Haut. That's what I want to hear. Arbeite mir das jetzt wirklich mal hier in meinem unteren Augenbereich ein, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, ob sich das wirklich absetzt oder nicht. Finde ich ganz spannend, dass L'Oreal auch eine Reihe für etwas reifere Haut gemacht hat. Da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner, um zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich für reife Haut oder nicht. Gefällt mir aber auf den ersten Eindruck gut, denn es sieht nicht so ultramattiert unter den Augen aus. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so totgebaked, sondern hat noch so ganz leicht Bewegung, wenn man es auch ganz leicht aufträgt. Schauen wir mal, was das andere Puder kann, denn das ist das Infallible 24 Stunden Matt Puder. Das gehört zu dieser Infallible-Reihe. Es gibt dazu auch einen Primer. Ich finde aber, dass der Primer, der sah so aus, als würde er mattieren. Und die Infallible ist ja, also die ist nicht matt, die ist nicht dewy, die ist so dazwischen und so feuchtigkeitsspendend. In dem Puder sind 9 Gramm drin. Und wir haben hier unten auch wieder so eine Puderquaste und einen Spiegel. Spiegel sieht sehr, sehr gut aus. Ich nehme jetzt mal das Puder raus. Auch das sieht eigentlich ganz gut aus. Gehe damit einfach jetzt erstmal rüber und sette damit so ein bisschen mein Gesicht. Okay, es hat sofort mattiert tatsächlich. Hier seht ihr noch so ein bisschen Bewegung und ich gehe rauf und das ist matt. Das Schöne ist jetzt in Kombination mit diesen beiden Pudern tatsächlich, finde ich, dass es unter den Augen trotzdem noch frisch aussieht. Die Stirn ist aber wirklich gut mattiert. Ich bin sehr traurig, dass es keinen Bronzer gab bei mir in der Drogerie. Ich hatte aber auch heute wirklich, ihr habt es vielleicht bei Instagram mitbekommen, keine Zeit mehr, einen Bronzer woanders zu besorgen. Deswegen mache ich einmal kurz Bronzer, Contouring und Augenbrauen. Die habe ich nämlich nicht gekauft. Das lasse ich ja immer aus der Full-Face-Reihe mit raus. Einfach, weil ich da mein Standardprodukt habe und das eine unnötige Investition, finde ich es. Okay, Bronzer und ist einmal drauf. Ich muss sagen, Freunde, die Base gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Wäre der Concealer ein bisschen deckender gewesen, könnte das eine sehr, sehr schöne Base auch für mich im Alltag sein. Doch, sieht gut aus. Es sieht aus wie Haut, aber Full Coverage trotzdem. Die Poren sehen wirklich gut aus. Es hat sich jetzt nicht irgendwie komisch abgesetzt oder so. Bin ich schock. Ich möchte selbstverständlich aber auch noch den Blush benutzen. Das ist der Age Perfect Blush in der Farbe 101 Rosewood. Und endlich, das ist nur so eine kleine Macke, die ich habe,
Hier sind ja immer diese zugeklebten Dinger. Und endlich hat eine Firma mal daran gedacht, dass man hier so ein Ding dran macht, dass man es einfach abziehen kann. Hier ist auch ein kleiner Pinsel drin. Benutzt jemand diese Pinsel? Trash. Ich nehme wie immer meinen Blushpinsel und gehe mal rein. Das ist eine sehr, sehr schöne alltagstaugliche Farbe, finde ich. Riecht nach nichts. Und das setze ich mir einmal hier hin. Ist ja irre. Seht ihr? Das kommt das in der Kamera so rüber? Das ist kein Schimmerblush, das ist aber auch kein matter Blush. Die Haut sieht aus, als hätte ich wie so ein Cremeprodukt drüber gegeben, weil sie so einen ganz natürlichen Touch hat. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Ich glaube, so ein bisschen könnt ihr es sehen. Wow, wunder, wunderschön. Also das ist einer meiner absoluten Top-Blushes gerade. Age Perfect L'Oreal in der Farbe Rosewood irgendwas. Rosewood. Mega. Ich habe jetzt noch ein paar Produkte. Und zwar dachte ich mir, dass meistens in diesen Full-Face-Videos ja Lidschattenpaletten benutzt werden. Ich wollte aber mal diese Mono-Lidschatten benutzen. Ich habe zwei sehr, sehr auffällige Farben gekauft, zu denen ich sonst nicht so greifen würde. Meine Vermutung ist, dass Marken sich etwas mehr Mühe geben bei Mono-Lidschatten, weil die müssen sitzen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe einmal die Farbe Roofless, ist ein Satin. Und Transcendent ist auch ein Satin. Also das sind keine matten Farben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt matte Farben aus den Mono-Lidschatten gab. Ich gehe als erstes mit so einem flachen Pinsel hier rein. Bin gespannt. Also Pinsel sieht aber gut voll aus. Ich klopfe einmal ab und presse mir das jetzt. Okay, she's very bright. Dann wird das meine Ausblendfarbe. Ich dachte, dass sie etwas dunkler ist. Aber ist eigentlich auch schön. Mach den Pinsel ein bisschen sauber. Die sieht etwas dunkler aus, okay. Und die gebe ich mir komplett auf mein Lid. Ist eine recht spannende Textur. Ich habe noch kein Fallout unterm Auge. Also, das ist ein. Okay, jetzt habe ich Fallout. Ich gehe jetzt nochmal hier rauf, wo ich noch gar nichts drauf habe. Ja, okay, und da ist es etwas lila. Da auf der anderen Seite sind jetzt beide Farben so ein bisschen gemischt. Finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Ich finde, bei diesen Mono-Lidschatten kann man ja eh immer so ein bisschen ausprobieren, was einem gefällt und was nicht. Habt ihr Mono-Lidschatten? Ich habe eine ganze Menge, glaube ich. Vielleicht mache ich mal einen Full-Look nur mit Mono-Lidschatten. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Ich sehe jetzt ein bisschen aus, als hätte ich mich geprügelt. Ich hoffe, wir kriegen das gleich hin. Fallout geht sehr gut weg. Ich nehme jetzt so einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Roofless wieder rein. Probiere die Farben auszublenden. Bei diesen Satin Shades ist es meistens recht schwierig, das auszublenden. Bin auch kein Freund von Satin Shades, aber jetzt seht ihr, was ich meine. Das sieht halt immer unordentlich aus. Moment, Freunde, das geht nicht. Ich nehme mal kurz eine andere matte Farbe, ja. Richtig High-Quality-Content wieder vorbereitet. Also das war hier ja wirklich gerade gar nichts. Das hätte mir eigentlich vorher klar sein müssen. Okay, also ich habe es probiert, so ein bisschen zu retten. Ob es geklappt hat? I don't know. Aber ich gehe jetzt nochmal mit meinem Finger rein und gehe in das helle Blau und toppe mir das hier rüber. Also das war jetzt auch so ein bisschen mein Fehler. Ich weiß halt nicht so genau, was man mit diesen Satin Finishes machen soll, ehrlich gesagt. Weil es ist kein Schimmer, aber zum in die Lidfalte geben ist es auch nicht gut. Schreibt mir gerne mal, also hier ist der Swatch einmal, ne? So eine leichte Bewegung hat der drin, aber der sieht, egal wie man ihn benutzt, auf dem Lid oder in der Lidfalte, doof aus. Sieht ja aus wie ein Ninja Turtle. Okay, well. Ich mache mir ganz kurz einmal einen Eyeliner, damit das vielleicht ansatzweise gut aussieht. So nach dem Motto, je dicker der Liner, desto. Nee. Nehmt es mir nicht übel, Eyeliner war definitiv nicht für dieses Video geplant. Manchmal hilft's, in diesem Fall nicht. Ich habe es jetzt so ein bisschen sauber gemacht und so gefällt mir das Ganze etwas besser. Also das war mein Fehler. Wie gesagt, Review aber zu den Lidschatten. Was macht man damit? Okay, auf die Entfernung geht es tatsächlich sogar. Ich habe noch eine Mascara und die finde ich ganz spannend. Das ist die Unlimited Mascara und die kann man so umbiegen. Mit der Mascara, also das ist so, ne? Man kann das so umbiegen und dann kommt man damit wohl besser hier ran. Iconic, die Idee. Weiß nicht, wer diese Idee hatte. Du verdienst definitiv eine Gehaltserhöhung. Everything. Ihr seht es nicht mit dem Eyeliner, aber die ist fantastisch, die Mascara. Cute! Und wir haben noch etwas für die Lippen. Und da bin ich sehr gespannt, denn das ist ein nagelneues Produkt. Und zwar sind das diese Lip-Lackers oder so. Warum steht hier denn nichts drauf? Ich glaube, das sind diese Lip-Lackers, heißen die. Ich habe das jetzt in der Farbe Be Captivating 305. Füßchen ist auch so leicht angeschrägt.
Ich kann es nicht so einschätzen gerade. Es fühlt sich kalt auf den Lippen an, irgendwie matt, aber irgendwie auch glob. Geht schon wieder ab. Seht ihr das? Das löst sich schon wieder auf. Okay, also das war ein Reinfall, würde ich behaupten. Also auf den ersten Swipe total schön. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht schaut jemand von L'Oreal zu, please help me out and explain, weil, also das ist. Es sieht schön aus, solange ich meine Lippen nicht aufeinander mache. Whatever. Freunde, das ist einmal ein Fullface L'Oreal gewesen. War nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Die Base gefällt mir fantastisch gut. Mein Favorite ist tatsächlich der Blush. Die BB-Cream hätte ich mir ehrlich gesagt schenken können. Mascara werde ich definitiv weiter ausprobieren und diese Monolidschatten. Ich mag nicht so gerne Monolidschatten. Ich habe lieber die Auswahl und ich verstehe dieses Satin-Finishes nicht. Vielleicht wisst ihr mehr Bescheid. Lippenprodukt war das. Ach, wobei es schön aussieht auf den Lippen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich bin gespannt auf euer Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal.